Liebe Freunde des Rheins und der schwäbischen Gemütlichkeit, natürlich auch herzlich willkommen die Badener, lieber Minister Recht, lieber Schaub. Auch wenn es im Moment ein bisschen laut ist, wir lassen uns unser Weinlauf nicht vermiesen. Der Stuttgarter Weinlauf wird der schönste in Deutschland. Der Herr Innenminister besonders begrüßt nicht nur als Badener und als Nachbar. Wir haben immer das Privileg, dass wir die kürzesten Wege zum Stuttgarter Weindorf haben. Sondern ich möchte ihn auch begrüßen und ihn bitten, seinen Dank den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu übermitteln, die diesen Lärm mit großer Geduld aushalten und Toleranz dieses alles ertragen. Das ist nicht selbstverständlich. A special welcome to our new S-Commander, Colonel Burke. To see we have a very living democracy, and democracy is sometimes a little bit difficult. Es ist schon erwähnt worden, dieses Jahr ist ein besonderer Jahrgang. Wir haben 125 Jahre, wo Stuttgart Verkehrsverein zu feiern. Und ich möchte all denen danken, stellvertretend dem Herrn Mutter, die über all die Jahre vieles Gute für unsere Stadt getan haben. Herzlichen Dank, lieber Herr Mutter, Ihre Vorstellung und all Ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Und wir können einen Exportschlager feiern. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Weindorf in Hamburg. Wir sind schon besungen worden von den Hamburgern. Und ich freue mich, dass heute der neue erste Bürgermeister der Ahlhaus gewählt wird. Und damit wir in Hamburg im Rathaus einen beinahe Schwaben und Weinkenner haben, einen neuen Freund. Und das ist hervorragend so. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Hamburger Freunden. Das Wort Ökologie ist da in aller Munde. Für mich ist die Produktion von Wein nach wie vor die intelligenteste und ökologischste Form der Nutzung der Sonnenenergie. Doch damit man sie nutzen kann, muss man vorher hart arbeiten. Und deshalb möchte ich allen Wengerinnen und Wengern und allen Wirtinnen und Wirten herzlich dafür danken, dass sie Jahr für Jahr hier dieses Weindorf so wunderschön gestalten. Das ist nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank dafür. Man sagt ja, im Wein liegt die Wahrheit. Angesichts von 600 Weinsorten, die wir hier genießen können, ist die Wahrheit vielfältig, so wie im richtigen Leben. Doch bei Stuttgart 21 geht es eben nicht um Glaubenswahrheiten, sondern schlicht um die Frage, wie wir den Schienenverkehr in Stuttgart, in der Region, in Baden-Württemberg am besten für die Zukunft, das heißt für unsere Kinder und Enkelkinder gestalten. Darum geht es. Und der Stuttgarter Weindorf ist bislang eine Demonstration dafür, dass man ganz unterschiedliche Standpunkte vertreten kann, aber dass man trotzdem gut miteinander auskommt. Denn Weintrinker sind intelligent und kultiviert. Ich habe den Eindruck, dass da einige noch einiges zu zulernen können. Ich freue mich jedenfalls,
in den letzten Tagen auch Begegnungen mit netten Menschen, kulinarischen Köstlichkeiten und guten Weinen. Und in diesem Sinne darf ich das Weindorf eröffnen. Ich bin sicher, das Wetter wird mitmachen, die Stimmung wird gut sein, auch wenn ein paar im Moment ihre Kehle etwas trapezieren. Also in diesem Sinne zum Wohl, aber das Wasser soll ja auch gut sein, liebe Könige. Alles Gute, ein schönes Weindorf. Thank you.